Gott vergisst nicht, was diese Wichser diesen Ort angetan haben, Mr. Clay. Und du, ich auch nicht. S'il vous plaît, lass mich das überleben. Und da sind wir wieder zurück bei Mafia 3. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch in unserem Tabby. Hi Tabby. Und wir haben ja erfolgreich die Kirche zurückgewonnen von diesen Rednecks. Und jetzt fahren wir direkt rüber zum nächsten. Dings. Ihr wisst schon. Auftrag, genau. Und zwar müssen wir mit Cassandra reden. Boah, ist das dunkel. Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter. Ich war spazieren und sie hat mich geschnappt. Das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein. Ja, ich meine, Scheiße. Ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist du, Seth? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays? Was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein. Ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Okay, dann schnappen wir uns mal Richie. Tabby! Den muss man knacken. Da läuft ein Zeuge. Den muss man auch knacken. Ach komm, nimm mal den. Du rufst nicht die Cops. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Vorfeld gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahr doch mal vorbei und schau mal. Mann, ich wollte meinen Tabby behalten. Ich klomme die gleich nochmal. Ist man hier nicht nur irgendwie so eine Garage oder sowas, wo man die Autos safen kann? Der Wagen war cool. Okay. Ein Funpark? Muss ich nicht verstehen, oder? Was? Achso. Finde Richie. What?
Was ist los? Was? Ich hab ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann. Sicher. Der Spruch ist geil. Wir gehen lieber weiter, Streife, bevor Bobby wieder rumheult. Alles klar. Ein Arsch auf da unten. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Okay. Cool. Komm, Kopf hoch. Jetzt, wo ich mich bewege, macht er sein Köpfchen hoch, ne? Was ist das denn für einer? So, sonst noch einer? Nein? Okay. Guck, hier bin ich. Du brauchst mich nicht suchen. Ich komme von alleine. Nein. Was? Achso. Achso, das ist einer. Komm her. Na komm. Ich hab keinen Nerv für deinen Schwachsinn. Ich auch nicht. Guck, guck. Aber wenn ihr euch ein kleines Abenteuer zutraut, geht doch mal rüber zur Crazy. Jetzt kommt die Hilfe. Schluss mit den Spielchen. Hey, Arschloch! Hey, George, hier dich! Muss kurz Position wechseln! Wow, 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 wow! Kommst du um ihn herum? Geh weg! Dankeschön.
Ja, du mich auch. Nee, ich bleib lieber bei der. Ah, da Heilung. Das brauche ich ganz dringend, ganz dringend. Scheiße, Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling. Sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verdammt. Na gut. Geh mal weg. Hä? Komm rüber. Wir könnten da uns auch friedlich einigen. Du brauchst nur... Ach komm schon. Was? Das bringt mir nichts. Hey Arschloch, schickt Georgie dich? Jungs, hier rüber. Ich muss nachladen. Dann lad nach. Ich schneide die Eier ab. What? Wie war das? Ich hab dich nicht so verstanden. Sorry. Hat das Kugel im Mund. Hey, du Pisser! Wir wissen, dass du irgendwo steckst. Zeig dich! Komm raus, dann machen wir es kurz. Versprochen. Du wirst es mich nicht lassen sollen. Ah. Ist hier noch einer? Nein? Hallo? So leicht gebe ich nicht auf. Echt nicht? Guck. Du brauchst nur zu sterben. Glaub's aber auch nur du. Wer hat denn da jetzt geschossen? Komm, Kölbchen hoch. Das ist echt geil. Wo sind die denn? Anderen auf Shotgun und so, weißt du, auf 10 Kilometer Nähe und so, weißt du, ne, dann, oh. Schon langsam und taktisch vor und knack immer noch ab. Hey, okay. Wir wissen, dass du hier irgendwo steckst. Zeig dich! Komm raus, dann machen wir es kurz. Versprochen. So. Na komm.
Wupp. Ah. Das war wegen eben. Gut. Machen wir jetzt eine kleine Sniper-Runde hier. Da seid ihr alle? Da bist du. What? Hey, Motherfucker, hat Georgie dich geschickt? Nein, hat er immer noch nicht. So, wo sind die anderen? Wo? Boah, ich muss ja sagen, die Gegner sind echt schwer zu erkennen. Tragen können. Schnell mal. Und klick, klick. Lalalala. Und jetzt holen wir uns den Boss. Boss, wo bist du? Du hast dich mit dem falschen Weißen angelegt. Schnappt euch den Finger. Was? Ich überlasse dir einfach alles. Yep. Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Was? Bin ich jetzt hier in der Geisterbahn gelandet? Rennen, alles ummähen. So will ich das. Obwohl das Taktische, das liegt mir auch sehr gut. Hi Jungs. Ich wollte mich gerade heilen. Mann!